Eieiei. Also erstmal einen neuen Transfer tätigen. Ich hätte gerne Kader die Rolle wichtig. Klar. Nimm, oh Gott, was? Ich frage mir nicht, was mit unserem Transferbudget ist. Da frage ich aber mal nicht nach, okay? Ach, Gehalt überlassen die uns. Krass. Hä? Was mit uns sonst? Hä? Wir haben doch locker 30, 40 Millionen. Warum haben wir kein Geld? Egal. Willkommen in Frankfurt, liebe Fußballfans. Willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Und wenn diese beiden gegeneinander antreten, also dann dürfen wir uns sicher auf ein tolles Spiel freuen. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass gleich losgeht. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Tobias Sippel steht im Tor. Christoph Kramer steht mit Tobias Strobel auf den zentralen Positionen. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Oh je. Anstoß für die Eintracht. So. In Form von gesehen haben wir maximal Arm verpflichtet, aber er kommt erst in der Transferphase Takumi zu uns. Minamino. Kann man rein theoretisch mal einen da kann er ihn stoppen. Vorvertrag reden. Kann man das so nennen? Vorvertrag? Ja, wir haben ja vor der Transferlinie Marcus Lopez. Nichts. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte die Führung werden. Er kommt noch an den Ball. Ja, perfekt. Das Spiel verloren. Gegen Leverkusen. Mit einer 3-1-Lage. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gute Chance für eine Flanke. Das sieht vielversprechend aus. Unser Manager-Rating liegt bei 67, das heißt. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis alles klar. Des frühen Störens. Absolut richtig erkannt worden. Ach, Player. Sofort der Druck, sofort ja, wenn wir noch weiter verlieren, dann. Und dann passieren tschüss. Halt diese Fehler bei diesem extremen nur was. Schreibt mal in die Kommentare, was ich machen soll, falls ich fliegen sollte als Trainer. Soll ich ja mit dem Verein, den ich dann bekomme, weitermachen oder soll ich ihn einfach aufhören? Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Mein Plan ist es eigentlich, die Champions League zu gewinnen. So, wenn Sie hier heute noch was holen wollen, dann brauchen Sie die berühmt-berüchtigte zündende Idee. Wie reagiert er jetzt? Schreibt einfach mal hier runter, was ich machen soll. Damit haben die Gladbacher was ich machen soll, wenn ich fliege. Ich mit dem nächsten Verein, den ich dann bekomme, einfach weitermachen. Das könnte was werden jetzt. Und dann Takumi die Champions League zu gewinnen Minamino. Oder. Ich denke, das wäre einfach die beste Lösung. Kramer. Man muss immer nicht neu anfangen. Heute müssen da unten Punkte her, oder Buschi? Ja, keine Frage. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze ist schon mächtig groß. Ich würde fast sagen, zu groß. Oh je.
Palermo mit 4 Punkten. Macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle. Alles klar, Palermo hat einen Doppelpunkt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ist. Hermann. Plea. Tobias bei Strobel. Guter Vorstoß jetzt. Leverkusen, Gladbach nicht. Einfach so durchpassen, Tobias, das geht Strobel. Bitte nicht. Jonas Hofmann. Ja, Glanzparade gehalten. Eieiei, das gegen Gladbach ist immer so ein Ding. Jetzt die Ecke. Den kann er klären. Hermann. Chance zur Flanke jetzt. Patrick Hermann. Alter. Die Chance da. Kann eigentlich jeder von Gladbach schießen oder was da los? Und das gibt Eckball. War ich überhaupt schon in ihrer Hälfte? Ich glaube nicht. Oder ganz am Anfang, oder? Ecke kommt ins Zentrum. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Gladbach über den Flügel jetzt. Jetzt könnte er flanken. Klasse Einsatz. Ball. Faires Tackling. Der ist was das? Was ist das? Macht er einfach nur eine Flanke, wozu der Costa hat nicht eine Flanke vors Tor. Chandler. Dummkopf. Und Ball weg. Nun Hermann. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Genau. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Riesenball. Behindert ihr das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Jetzt Eckball. André Silva. Lauf, Chandler, lauf. Und lauf. Und lauf. Könnte der Ausgleich werden. Und lauf und schieß und Tor und 1-1. Eine super Aktion. Sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Sie waren unter Druck, aber treffen jetzt selbst. Ja, Chandler sich dicht gesetzt. Das hatte sich nicht abgezeichnet. Vielleicht war der Gegner dann einen Moment doch nicht aufmerksam genug. Noch einen neuen Torwart drin. Kenn ich mal nicht den Torwart. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das bloß nicht hier hinten vernachlässigen. Hinten zu und vorne totaler Angriff. Gute Aktion jetzt. Uiuiuiui. Das gibt Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Oh ja, das ist Gelb. Oh nee. Und ich bin Kandidat dafür, Freistoß zu Ronny Lopez. Kassieren. Christoph Kramer. Von wem war der? Okay, von ihm. Freistoß. Er kriegt nix. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Doch. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Jetzt ist es gefährlich. Ja, energischer Vorstoß. Und Flanke. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah. Erstmal rausgeforstet. Dani da Costa. André Silva. Jetzt vielleicht. So, leichtes Durchatmen Na. Hier nach diesem Zweikampf. Silva schießt auch keine Tore gerade momentan. Timmy Chandler. Sebastian Rode. André Silva. Okay, doch, da ist so, er. Da. Wo haben wir diesen Treffer denn auf einmal hergeholt? Auf jeden Fall stellt das... Aus Silvas Wunderfuß, der Ball ist wieder abgefälscht. Schau, Keeper und Keeper lenkt ihn selber rein. Silva hat immer... Bei Silva ist immer irgendwas dabei, dass das Tor fällt. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball, er hat letztlich keine Chance.
Hier nochmal dieser Treffer. Das ist ein komischer Ball, war der auf ihn kam. Jetzt steht's hier 2:1. Eine enge Kiste. Ja, ich hätte einmal laufen können. Oh, jetzt mal wieder Doppelpass. Und Doppelpass und Doppelpass. Dennis Zakaria. Janschke. Jonas Hoffmann. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Noch ein Trapp, geh, bleib doch weg davon. Dummkopf. Geht dazwischen und hat den Ball. Beim Ballbesitz hat Eintracht Frankfurt im bisherigen Spielverlauf deutliche Nachteile. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alle. Oh, viel Platz jetzt. Und da ist das Tor. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Ja, da hat die Konzentration gefehlt. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Vor dem Leverkusen-Spiel eine Tordifferenz von 0. Und wir hatten 44 Tore. Das heißt, beim 1 hatten wir eine 1 plus. Da haben wir jetzt eine 2 minus. Kramer. Dennis Zakaria. Und da ist der Ball wieder weg. Dann haben wir diese 2 Tore wieder ausgeglichen. André Silva. Dann wären wir wieder bei 0. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ja, dann wären wir bei 0. Dann sind wir schon wieder bei 2 minus. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Krass, Sie haben den Ball. Also sollten wir bei einer 2 minus sein, auch wenn ich täusche mich gerade, aber eigentlich sollten wir bei einer minus 2 Tordifferenz sein. An den langen Pfosten. Schöner Einsatz, wichtig, dass Sie da klären. Ja. Vielleicht wäre der Ball ein bisschen näher drin gewesen, wenn ich lupfen kann. 2:2 zur Pause, ein intensives Spiel. Das sieht vielversprechend aus. Da ist die Flanke. Das wird ja noch was. Uiuiui, das kann was werden. Jetzt kann es weitergehen, leider regnet es aber auch nach wie vor. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Strobel. Gut, da sagt was an viel. Ah, ist klar. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Jonas Hoffmann. Passiert doch nur bei Frankfurt, dass die Spieler sich, dass die Mitspieler sich selber faulen. Kostic. Am Lauf. Da ist Platz jetzt. Und schieß. Und dann ist Rode zu schnell für den Ball. Jonas Hoffmann. Gladbach über den Flügel jetzt. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Da kann gut der gemacht von gut hinten. Gemacht. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er... Da müssen sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Ganz wichtig, dass sie... Jetzt ist es kritisch. Patrick Herrmann. Ball kommt rein. Ronny Lopez. Den Kopfball kann er nicht richtig drücken, Buschi. Ja, und dann fehlen da Kraft und... Nichts. Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Jetzt ist es mal interessant. Hasebe. Takumi Minamino. Sauberes Tackling und so hat sie jetzt Ballbesitz. Komm hinten. Das könnte gefährlich werden. Das tut auch, oh nee. Ronny Lopez. Ibrahim Traoré. Player! Oh, Trapp! Oh Gott, Trapp! Da macht er zu, was ein Ding. Und lässt nichts anbrennen. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jetzt könnte er flanken. Ibrahim Traoré. Tobias Strobel.
Ball kommt in die Mitte. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Die Führung also jetzt. Und Player. Wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft. Ja. Und das Tor ist eine logische Folge. Und genau das musst du als Spieler stehen, wenn du solche Dinger machen willst. Er hat das antizipiert. Er wusste, dass der Keeper den Ball nur abklatschen würde. Und dann steht der Gold richtig. Natürlich. Gladbach hat hier jetzt die Nase vorne. Ganz energisch. Sie bieten sich an. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Kommt jetzt die Flanke. Super dazwischen gegangen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt machen die wahrscheinlich hinten zu. Er geht zu. Runter nach einem wirklich guten Auftritt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Dennis Zakaria. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Da fällt einem eine Prognose schwer. Das ist ziemlich ausgeglichen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? No. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Gute Chance. Er kann das gibt's abwehren, nicht. Aber der Ball weiter im Spiel. Das gibt es nicht. Ums Verrecken. Jetzt der Ballverlust. Gefährlich. Oh, Minamino, mach doch einfach mal hin und fuchtel nicht so ewig mit dem Ball rum. Meine Fresse. Nimm den Ball und leite ihn doch instant weiter. Und nimm ihn nicht noch zwei. Genau, dreh halt einfach um, mein Dicker. Dreh halt einfach um. Das muss er besser lösen. Oh Gott. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Was war das denn? Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das war zwar der X-Knopf und nicht der 4-Knopf, aber gut. Ufall. FIFA macht, was es will. Johnson. Sofian Boufal. Macht er gut. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Takumi Minamino. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Dankeschön. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Silva. Richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. So, und das soll jetzt noch was ändern. Mach ich so. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Das kann ja noch was werden. Dennis Zakaria. Strobel. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Schirmt den Ball da super ab. 3:3 der Spielstand. Kurz vor Schluss. Schauen wir doch mal kurz auf die nächste Partie. Der Gegner in der nächsten Partie für Eintracht Frankfurt heißt SC Freiburg. Und da sollten sie wieder so beherzt auftreten wie heute. Dann schauen wir mal, ob sie was Zählbares mitnehmen können. Ich glaube, Freiburg ist knapp hinter uns. Aber Silva. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die Fans hoffen weiter. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gonzalo, passiert! Das gibt's nicht. Oh. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Vom Pfosten zum Keeper. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Johnson. 4 Minuten bleiben hier noch. Jonas Hoffmann. Dennis Zakaria. Kramer. Sie verlieren den Ball. Könnte jetzt was werden. Da ist die Hereingabe. Ja, oh. Sie können erstmal klären.
Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Buffal. Breel, Donald, Embolo. Die Gladbacher nochmal mit dem Angriff. Da ist die Chance für die Flanke. Ball kommt weit. Er ist noch heiß. Ah, wenigstens einen Punkt mitgenommen. Kein Sieger im heutigen Spiel. Das Ganze hier endet unentschieden. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ja, das Wetter habe ich schon nach ein paar Minuten überhaupt nicht mehr gedacht. Dafür war das Spiel viel zu mitreißend. Oh je, oh je. Das sieht vielversprechend aus. Ah, mindestens einen Punkt mitgenommen. Irgendwas muss man ja machen, ne? Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja, doch, tolle Leistung von Silva. Rettet uns nochmal einen Punkt. Ich sollte wirklich. Ja, doch, ich bin schon besorgt über das Auftreten von letzter Saison. Beurteile ich die Leistung. Dafür rein haben wir nicht. Das ist das Ding. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich denke nicht.